Hey, du... Was habe ich gesagt? Ich musste es nehmen, siehst du doch. Soll ich mich jetzt aufknüpfen? Fessel dich für den Rückweg. Für den Rückweg? Das ist die beste Nachricht des heutigen Tages. Aber ich lasse mich nicht wie ein Kriegsgefangener abführen. Doch, das wirst du. Oder was, Cowboy? Weißt du, was ich sehe? Jemanden, der so tut, als ob. Na komm, Mann, lass uns gehen. Gott, du stellst mir ein Bein? Wie alt bist du? 12? Was bitte stimmt nicht mit dir? Ich hab den ganzen scheiß Tag lang meinen Kopf für euch hingehalten. Von wegen, einen feuchten Dreck gibst du für uns. Wenn dem so wäre, würdest du abhauen. Das wäre das Beste für alle. Ich tat damals, was ich tun musste. Wie war das? Nein, nein, nein. Sprich alles offen aus. Sag mir, warum die Liebe meines Lebens jetzt tot ist. Okay. Eine einfache Wahrheit. Eine Tatsache hat meine Leute angetrieben. Wenn du nicht beschützt, was dir gehört, wird es früher oder später jemand anderem gehören. Das gilt für dein Haus, deine Brieftasche, Hab und Gut und Vaterland. Einfach alles. Es ist deine Aufgabe als Mann, es zu schützen. So läuft es in Amerika und in der Geschichte der gottverdammten Welt. Und das ändert sich nicht durch dich, durch mich oder sonst jemanden. Soll das heißen, dass Erics Tod meine Schuld war? Naja. Habe ich Eric auf dem Gewissen? Dann hast du deine Frau auf dem Gewissen. Vorsichtig. Ja, sie starb. Voller Hass auf dich. Und du wirst sie nie wiedersehen. Wolltest du etwas sagen? Ja. Hinter dir. Ah!